Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem kleinen Naklua-Video. Hallo, Swadika. Klein ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Wir machen den Gewaltmarsch heute. 4 Kilometer komplett runter bis zum Terminal 21, hier vom Fischmarkt aus. Es gibt viel Altes zu entdecken, vielleicht für den Zuschauer und für uns auch ein bisschen was Neues. Ja. Dazu was zu essen, aktuelle Preise für Benzin und jede Menge Jobs. Lohnt sich wieder, mit uns mitzukommen. Sind natürlich normalerweise Wege, die man mit dem Moped oder mit dem Auto fährt. Aber ihr wisst ja, die zwei Verrückten hier, immer zu Fuß unterwegs. So sieht man alles ein bisschen besser. Und von ganz oben sieht das so aus. Wir starten also, wie eben gesagt, am Naklua Fischmarkt, der auch heute geöffnet hat. Kann man also jetzt jeden Tag dort einkaufen gehen. Ich glaube, das war schon immer so gewesen. Ne? Und dann geht es die komplette Naklua Road runter bis zum Dolphin-Kreisel. Dort, wo der Terminal 21 ist, 4 Kilometer, voll maskiert und heute zum Glück nicht ganz so warm, aber das machen wir heute einfach mal. Wir haben Zeit, wir haben Lust, wir brauchen ein bisschen Bewegung. Die hier nur rumzusitzen und auf schlechte Nachrichten zu warten, hilft ja auch keinem, macht auch keinen Spaß, oder? Nur 4 Kilometer. Gut, mit deinen kurzen Beinen wird das natürlich ein bisschen schwierig, ist mir klar. Ich laufe aber extra langsam, dass du immer schön hinter mir herkommst. Ich bin zu kurz, meine Beine. Genau, und wenn du ganz nett bist, finden wir hier bestimmt auch was zu kaufen. Weil wir sind ja hier schon mit dem Badbus hochgefahren, haben schon gesehen, dass links und rechts überall, wie immer, kleine Restaurants, kleine Straßenküchen, alles offen ist. Ja. Auch heute am Vormittag schon. Relativ gut besucht hier, auch unter der Woche. Also wie wir das in den letzten Videos in den letzten Tagen auch öfter schon mal gesagt haben, hat er ist nicht mehr ganz so leer, nicht mehr ganz so ausgestorben, wie das vielleicht noch vor ein paar Wochen war. Alles in Bewegung, jeder hat viel zu tun, alle sind beschäftigt. Viel Verkehr auch auf der Naklua Road, also wenn man da von links nach rechts springen möchte, was wir euch gleich noch zeigen, immer wieder aufpassen, fahren wie die Verrückten hier. Und wo wir gerade beim Verkehr sind, hier können wir schon mal so einen kleinen Blick drauf werfen, auf so ein bisschen die Zukunft, was hier am Fischmarkt passieren wird. Der große Kran und das halbfertige Gebäude dort unten drunter zeugt von dem neuen Parkhaus. Fertigstellung, Mot hat gleich mal die freundlichen Arbeiter hier gefragt. Dauert noch? Ein Jahr ungefähr. So, ein Jahr. Der wird natürlich dann hier oben die Parkplatzsituation ein bisschen entspannen. Es wird dann natürlich durch dieses Parkhaus hier auch möglich sein, dass man vielleicht etwas einfacher an- und abreisen kann. Wir lassen unser Auto auch meistens im Terminal unten stehen und fahren dann für 20 Baht mit dem Bus hier hoch. Ist immer entspannter, weil man halt einfach bislang keine Parkplätze findet. Immer ein bisschen schwierig, man weiß nicht, da die ganzen Einbahnstraßen, wo man da parken kann und so weiter. Wird sich durch dieses Parkhaus ein bisschen entspannen, denke ich mal. Dauert natürlich noch ein Jahr. Aber ihr kennt das ja, wenn da mal gebaut wird, dann geht es eigentlich auch relativ schnell, wenn die Finanzierung steht und so weiter. Und hier sieht es relativ gut aus, so dass die also auch da vorankommen können. Das bedeutet ein bisschen ein Problem von der Parkplatz bei in der Nähe Naklua. Na gut, man kennt das ja vom Wochenende. Dann ist hier der Fischmarkt, dann sind teilweise hier oben auch noch Veranstaltungen, Eat and Walk and Eat Festival, wie das ja immer hieß. So, dann wird hier mittlerweile auch viel gebaut, immer noch, gerade am Bereich Kabel, Straßen und so weiter. Dann ist natürlich ein bisschen gut, wenn man das entspannt, wenn man das ein bisschen entzerrt. Und nicht zu vergessen, wir haben hier Wahlen in Pattaya. Mit solchen Projekten kann man sich dann auch als neuer oder alter Bürgermeister nochmal empfehlen bei der Gemeinde. Ist auch nicht so verkehrt. Wie gesagt, alles was Fortschritt bringt, alles was die Stadtteile ein bisschen wiederbeleben könnte nach den letzten 2 Jahren, ist wahrscheinlich gerne gesehen. Und wenn es dann erstmal nur ein Parkhaus ist oder eine vernünftige Verkehrsregelung, wird den Leuten, die hier Geschäfte haben, natürlich ein bisschen helfen. So, wir gehen hier schnurstracks die Straße runter. Hier wird nicht gejammert. Weiterlaufen. Immer weiterlaufen, immer auch einen schönen Blick in den Himmel, weil im Moment gibt es für den Süden Thailands schon richtige Wetterwarnungen, wieder starke Unwetter, starke Regenfälle, Wind und so weiter.
Gestern war es hier in Pattaya schlimmer gewesen. Völlig. Starke Gewitter, starke Regenfälle teilweise. Heute nur ein bisschen dunkel. Zumindest haben wir nur ein bisschen Gewitter gehabt hier. Also nichts Ernsthaftes, sonst wären wir hier auch mit dem Bus gleich wieder zurück. Und ich habe natürlich Glück gehabt. Weil gestern, als das starke Gewitter war, wolltest du mich unbedingt rausschicken, um noch ein Video für die Zuschauer zu machen, oder? Ja, wenn du, ich Angebot für dich, wenn du win, Regen, Video oder so. Ja, das Angebot galt dann auch gleich. Du könntest auch ein bisschen von meinen Goldketten anziehen. Was, ja, ich davon zu all, was ich davon zu halten habe, möchte ich mal lieber nicht drüber nachdenken. Aber so verrückt bin ich dann doch nicht. Es ist, nicht, es ist nicht ungefährlich bei solchen Gewittern hier. Die Leute, die in Thailand leben oder die schon mal hier waren, die wissen, was hier teilweise runterkommt. Spaß, nicht falsch denken. Genau, du hast Angst wegen Gewitter und Blitzen mit dem Gold, aber mich schickst du dann raus, ne? Ich sage nur, wenn du wegen Video warst. Ja, natürlich, es würde spektakuläre Bilder bringen. Mhm. Aber wie gesagt, dann verzichte ich lieber auf ein paar Views. Der Zuschauer kann sich guten Gewitter und Starkregen hier vorstellen. Da müssen wir nicht unbedingt an solchen Tagen rausgehen. Wir schauen uns heute lieber, wo es ein bisschen entspannter ist, hier oben an. Ich habe in der Klua immer so das Gefühl, es ist teilweise so traditionell, aber teilweise auch sehr, sehr modern. Das heißt, diese kleinen Straßenküchen, du hast eben gesehen, die Leute, die mit ihrem Moped hier mit so Sidecar rumfahren und Blumen verkaufen und, ja, und. Das hast du natürlich unten in der Stadt eher weniger. Mhm. So, hier hast du die ganzen günstigen Restaurants, wo auch natürlich viele Thailänder sitzen, wo dann die Schüssel Suppe mal 15 Baht kostet und 18. so weiter. 18. Okay, ja. Ich wollte schon wieder lügen. 18 Baht. Mhm. So, das Benzin haben wir euch auch gleich mal mitgenommen. Hier gibt es ja zwei Tankstellen, hier weiter oben auf dem Berg. Also ich glaube, mit 80 Cent Dieselpreis würde man in Europa sein Auto 10-mal voll tanken. Im Moment sieht es daher leider ganz anders aus. Obwohl hier natürlich auch Diskussionen über Kraftstoffpreise gibt. Auch hier soll es ab dem 1.4., hatten wir auch schon mal berichtet, ja, Subventionen geben von staatlicher Seite, dass die Benzinpreise unten gehalten werden, damit halt Taxiunternehmen, damit Busbetreiber, Bartbusfahrer, die Mopedtaxis und so weiter da nicht auch noch Geld drauf zahlen und eventuell die Leute ja noch verärgern, weil sie einfach teurere Gebühren nehmen müssen und so weiter. Hoffen wir mal, dass es irgendwie in sauren Bahnen läuft und die Leute sich davon nicht abschrecken lassen. Allerdings gab es heute die Meldung vom, ja, ich würde sagen, thailändischen Lokaltourismusbehörden, wie auch immer. Also die Leute, die sich damit befassen, wie der Inlandstourismus in Thailand aussehen wird im nächsten Monat. Dort sind nach aktuellen Erhebungen angeblich 80% aller Inlandsreisen abgesagt worden, 80% aller Hotelbuchungen abgesagt worden. Die Leute haben gesagt, Mensch, an Songkran bleiben wir doch dann lieber unter uns. Ob das alles passt, ob das alles stimmt, ob das alles aber auch nur so ein bisschen Druckmittel ist, damit man halt wieder an Subventionen kommt, damit man wieder an staatliche Gelder kommt, können wir nicht genau einschätzen. Meldung heute war halt gewesen, 80% aller Touristen, die hier im Inland unterwegs sein wollten, haben ihre Reise abgesagt. Hier, 15 Baht, 15 Baht dort oben, da. 15 Baht gibt's auch. Hat auch. Ach ja, so. Siehst du. Ich sehe mein Auge gesehen nur Kokosnuss. Ja, das glaube ich mir. Ich sehe hier auch nur zwei Kokosnüsse. ja, also, das ist drei. In der Tüte drei Stück. Zwei, das ist privat, oder? Zwei Kokosnüsse privat, drei Kokosnüsse in der Tüte. Vielleicht für die Zuschauer spannend, was kostet die Kokosnuss hier? 45 Baht, das ist lecker, sehr lecker. Genau, also relativ kleine, genau, schon die Schale, alles weggemacht, dass man zu Hause also nicht mit fertig Messer arbeiten, und so weiter rummachen muss. Kann man auch, wie das viele hier machen, die halten einfach am Straßenrand ein, ja, kaufen gemacht. Das. Bei den Händlern, die das dann so entweder in so einer kleinen, ja, Storage hier, so einer Bude haben oder halt auf Mopedtaxi anbieten. Und dann kann man das schön mit nach Hause nehmen. Kriegt man natürlich nicht bei uns in der Stadt unten zu kaufen, ne? Nee, das ist unseren, das ist 60 Baht oder 50 Baht. So, dafür musst du aber, wir sind erst auf halbem Wege, noch 2 Kilometer deine Kokosnüsse tragen. Also die jetzt in der Tüte sind, nicht, dass jetzt hier ich was Falsches aufkommt. Du musst sparen Geld. Genau, du musst sparen Geld.
Aber Bus Gottes. Ja, das war ja eigentlich dein Plan gewesen. Ne? Wir sind oben am Fischmarkt. Genau. Wir schauen so ein bisschen bei dem Fischmarkt rum, schauen uns mal noch das Parkhaus an. Dann fahren wir mit dem Bus ein bisschen nach unten. Dann gibt es irgendwo was zu essen. Dann fahren wir mit dem Bus weiter. Zwischendurch kann der Verlangen irgendwo ein bisschen Video machen, dass er wieder ruhig ist. Und dann geht es weiter bis nach Hause. Ja, oder Auto geht auch. Ja. Aber Benzin, wie teuer. Geht auch alles nicht. Heute Pech Schwer gehabt. Parkpass auch. Wir fahren heute nicht. Kein Angebot heute. Heute gibt es nichts. Du hast jetzt die Kokosnüsse und fertig. Danke. Während wir hier quatschen, wollte ich gerade noch mal den Zuschauer darauf hinweisen, wir kriegen öfter mal so Anfragen, ob jemand weiß, wo man in Pattaya arbeiten kann, ob es hier Jobs gibt und so weiter. Ja, jetzt klingt das natürlich komisch, wenn man sagt, meine Frau arbeitet in Pattaya oder mein Mann arbeitet. Das hat immer so einen kleinen komischen Nachgeschmack. Aber wir haben heute extra mal überall an den großen Hotels, an den großen Resorts mal geschaut und überall stehen Jobangebote dran. Ja. Und zwar nicht nur einer, sondern die suchen das gleich im Dutzend. Mhm. Von normaler Rezeptionist bis Security Guard bis Poolboys. Ja. Alles Mögliche wird hier gesucht. Für mich wieder eigentlich ein schönes Zeichen. Vielleicht stehen die Schilder auch schon ewig hier. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber zumindest sieht man das wieder mal, dass an vielen Orten auch wieder Arbeitskräfte gesucht werden, so dass man also, wenn man hier arbeiten möchte, in diesem Bereich in Pattaya auch was finden könnte. Also alleine auf der Maclure Road hier bestimmt 4, 5 große Resorts, große Hotels, die draußen Schilder stehen haben. Und ihr wisst ja, meistens in Thailand werden ja die Jobs untereinander so ausgemacht. Das heißt, man kennt jemanden, der irgendwo arbeiten möchte. Ja. Oder es wird über große Agenturen abgewickelt alles. Mhm. Wenn das aber schon an der Tür steht und so weiter, ist es für mich persönlich zumindest mal ein gutes Zeichen. Nicht in allen Bereichen, wenn man hier natürlich auf die linke Seite schaut, die ist seit Wochen, Monaten oder vielleicht sogar schon seit 2 Jahren hier alles ein bisschen dünn. Natürlich und als krassen Gegensatz hat man natürlich dann gleich die ganzen Luxusgebäude, die auch neu entstehen. Auch hier wird Mitarbeiter großes Schild. Suche Leute arbeiten. Ja, die machen richtige Einstellungsevents hier, ganz genau. Schau dir das an, hier 2, 3 Tage wird hier richtig angeheuert. Ja. Also da kannst du dir wirklich sagen, Mensch, klar, für so ein Riesending brauchst du natürlich auch jede Menge Mitarbeiter. Ja? Das kriegst du nicht betrieben mit 20, 30 Leuten. Da brauchst du in 4 Schichten mal richtig was. Ist auch nicht schlimm, weil es sind viele, viele Leute freigestellt worden durch die ganzen Situationen, durch die ganze Lage und bestimmt auch noch viele, die da vom Tourismus ja in anderen Hotels das gelernt haben. Mhm. Das heißt, du musst denen vielleicht nicht mehr allzu viel beibringen, sondern nur die Basics, die Unternehmensdaten in die Hand drücken und dann sagen, los, Jungs, Mädels, los geht's, ja. Ja. Macht auf mich einen guten Eindruck. Ansonsten relativ entspannt hier. Ihr seht das hier, viel Verkehr, wo die Leute überall unterwegs sind, wo die Leute überall hinfahren, wissen wir nicht so genau. Ja, schon langsam laufen jetzt. Nicht fragen, ne? Warum langsam? Way weg. Jetzt hast du fast 4 Kilometer geschafft. Jetzt siehst du schon das Ende. Wie ich es gesagt habe, deine kurzen Beine muss ich ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja. Keine Sorgen, ich nicht jammern heute, ich krieg schon Essen dabei. Du hast deine Kokosnüsse dabei, ganz genau. Und so ist jeder zufrieden. Der Mann ist zufrieden mit 2 Kokosnüssen und die Frau ist zufrieden mit 3 Kokosnüssen. Und so ist das Leben doch perfekt. Ihr seht jetzt nochmal, auch hier, wenn man nicht allzu weit hochfahren möchte, gibt es auch wieder ein paar Angebote. Ist also alles wunderbar und wir haben es doch geschafft, siehst du, nicht allzu weit. Wie lange sind wir gelaufen? Naja, eineinhalb Stunde, weil wir natürlich auch überall rumschauen. Mod wie immer neugierig, muss in jedem Geschäft nochmal schauen, muss da nochmal schauen, was kostet heute das, was gibt es hier alles für schöne Suppe. Nur, wir haben zum Glück nicht gegessen, weil ihr kennt das, wenn man dann erstmal am Essen ist, danach ist man faul, dann hätten wir uns nur den Bartbus genommen. Und hätten euch nicht hier das Video für 15 Minuten für die komplette Maclure Road aufnehmen können. Liebe Zuschauer, wir hoffen, ihr habt Spaß mit uns gehabt. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was gesehen. War nicht langweilig, uns hier 4 Kilometer zu begleiten. Uns hat es Freude gemacht. Wir sind durchtrainiert. Ja. Dann sagen wir danke für eure Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat,
Video liken, Kanal abonnieren nicht vergessen und tschüss, bis morgen. Tschüss.